Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, wieder bei Ihnen sein zu dürfen, wenn auch nur virtuell in der Zwischenzeit. Heutiges Thema: Netzwerkorientierung. Wissen Sie, in einer schwierigen Situation ist ein Netzwerk ein Netz, ein Auffangnetz für schwierige Situationen. Sowohl auf fachlicher Natur, Kontakte sind da ganz wichtig, aber auch emotional. Dass man vielleicht einmal mit jemand seinen emotionalen Zustand teilen kann, dass man vielleicht dann auf jemand trifft, der sagt, kenne ich, so ist es mir auch schon gegangen, weißt du, was ich gemacht habe? Und dann bekommen wir vielleicht den einen oder anderen Tipp, der uns weiterhilft. Ich mag Ihnen auch einen Tipp geben, mag etwas teilen mit Ihnen, was mir sehr hilft. Und zwar ist es immer wieder hilfreich, eine Netzwerkinventur zu machen. Das heißt, eine Liste, die man unterteilen kann, private und berufliche Kontakte, mit welchen Menschen habe ich es denn da zu tun, die man aufschreiben. Und dann kann man sich ja bei jedem Einzelnen überlegen, ist das dieser Mensch ein positiver Energizer für mich, jemand, der mir Kraft gibt, der mich auch, wenn ich mich mal hängen lasse, durchaus auch in den Hintern tritt, also nicht immer nur angenehme Menschen. Und wo sind die Energievampire? Und dann muss man sich mal überlegen, was habe ich jetzt zu tun? Das heißt, durch diese Visualisierung wird es bewusst und Sie können dann konkrete Maßnahmen setzen. Es könnte sein, okay, ich werde jetzt in den nächsten Tagen den Kontakt zu einigen dieser positiven Energizer verstärken und werde vielleicht den einen oder anderen Energievampir ausspannen aus meinem Leben. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Stehe Ihnen natürlich für einen Erfahrungsaustausch, vor allem im Umgang mit den Energievampiren, sehr, sehr gerne zur Verfügung. Sehr spannendes Thema und da gibt es noch einiges an Möglichkeiten, wie man mit diesen Menschen umgeht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal, wo wir uns über die Zukunftsorientierung unterhalten werden.